Hiermit setzen wir die Hauptverhandlung gegen Raffaela Koltermann wegen Körperverletzung mit Todesfolge fort. Ja, Frau Koltermann, ich habe schon gehört, Sie hatten irgendein Problem mit der Zugverbindung. Entschuldigen Sie nochmal die Verspätung, aber ein Zug hatte und Verspätung und deswegen habe ich den Anschluss nicht gekriegt. Sonst wäre ich schon viel früher hier gewesen. Ich war in Stuttgart auf einer Fortbildung. Gut, für die Verspätung können Sie ja dann nichts. Ich möchte, bevor wir mit Ihrer Vernehmung beginnen, auch noch hier kurz ankündigen, dass noch eine weitere Zeugin draußen wartet, deren Vernehmung der Herr Verteidiger angeregt hat, die wir nachher auch noch vernehmen werden. Richtig, das ist Frau Birgit Schwab, die leibliche Mutter meiner Mandantin. Sie wird nachher in ihrer Zeugenaussage aufzeigen, dass der Zeuge Tino Brehm lügt. Danke, dass Sie die Staatsanwaltschaft auch informiert haben. Dann kommen wir im Anschluss dann dazu. Jetzt erstmal, Frau Koltermann. Ich muss Sie belehren, dass Sie natürlich die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Selbstverständlich. Sie heißen Adriane Koltermann, 45 Jahre alt. Sie wohnen in Brandenburg. Sie sind verheiratet von Beruf? Berufsschullehrerin. Und Sie sind die Adoptivmutter der Angeklagten? Richtig. Wir haben Raffaela, als sie 4 war, zu uns genommen. Das war noch zu DDR-Zeiten, weil ich selbst keine Kinder bekommen konnte. Also vor dem Gesetz sind Sie damit Mutter und als Mutter haben Sie ein Zeugungsverweigerungsrecht. Das heißt, Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Ich möchte auf jeden Fall aussagen und meiner Tochter helfen, weil sie hat ihren Vater nicht umgebracht. Sie wollen doch Ihre Tochter nur in Schutz nehmen. Ich habe mit ihr telefoniert, nachdem sie bei Ihnen gewesen ist. Sie kann es nicht gewesen sein. Genau dieses Gespräch möchte ich von Ihnen ein bisschen genauer geschildert bekommen. Wann haben Sie mit Ihrer Tochter am 12. Januar telefoniert? Das war so abends gegen 9. Sie war völlig aufgelöst und saß schon wieder in ihrem Auto. Hat sie Ihnen gesagt, warum sie so aufgelöst war? Ja, sie hat nach 20 Jahren ihren Vater wieder gesehen und das war auch sehr emotional, die ganze Situation. Und er hat wohl nicht so auf sie reagiert, wie sie sich das vorgestellt hat. Hat Ihre Tochter Ihnen gesagt, wie das Treffen abgelaufen ist? Ja, er war wohl völlig überfordert mit der Situation und wollte auch, dass sie gleich wieder geht. Und weil es in dem Moment auch überhaupt nicht gepasst hat. Er hat in dem Abend gerade seinen Polterabend gefeiert und ja, da kann man ja auch verstehen, dass er mit der Situation total überfordert gewesen ist. Ich habe ihr dann geraten, sich wieder zu beruhigen und es dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu probieren, wenn es von der Situation her besser passt. Und wie hat Ihre Tochter das aufgenommen? Sie hat sich wieder beruhigt und hat doch gemeint, sie wird es dann später nochmal versuchen. Ja, und das zeigt doch, dass sie ihn eben nicht geschubst hat, der Staatsanwalt. Sonst wäre das Gespräch doch völlig anders verlaufen. Vielleicht hat sich die Angeklagte absichtlich verstellt. Kann ja mal vorkommen, Herr Verteidiger, oder? Bitte Sie. Dafür kenne ich meine Tochter zu gut. Nun hat Ihre Tochter vorhin hier ausgesagt, dass sie erst im letzten Dezember von Ihnen erfahren hat, dass Sie gar nicht die leibliche Mutter sind. Richtig, wir hatten, mein Mann und ich, damals beschlossen, diese Angelegenheit für uns zu behalten. Und im letzten Herbst kam eine Freundin zu uns und hat uns auf ein Forum hingewiesen, wo eben halt drüber geschrieben wird, über die ehemalige DDR und wie das mit den Adoptionen da alles abgelaufen ist und dass man den Kindern von damals ihre wahre Identität nicht verheimlichen sollte. Und so haben wir beschlossen, ihr dann doch die Wahrheit zu sagen, was uns nicht sehr leicht gefallen ist. Und ihr habt das echt super gemacht, Mama. Ihr braucht euch da gar nichts vorzuwerfen. Wir haben dann Raffaela bei der Suche nach ihren leiblichen Eltern, nach Rüdiger und Birgit Schwab, unterstützt. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie nicht so ein Kind ist, was den Eltern gewaltsam weggenommen wurde, dass es sich also nicht um eine Zwangsadoption handelte. Was sich ja dann leider Gottes doch so rausgestellt hat. Das heißt, Sie hatten davon keine Ahnung? Wir hatten überhaupt keine Ahnung. Uns ist nur gesagt worden, dass wir Eltern von ihr, also Republikflüchtige waren und wir haben gedacht, sie haben ihr Kind im Stich gelassen. Und wir haben dann Raffaela mit 4 Jahren zu uns genommen als Pflegekind. Also sie haben es erst als Pflegekind und dann später ging die Adoption dann durch. Ja. Genau. Und durch die Stasi-Akten haben wir, also hat sich danach herausgestellt, dass das doch so gewesen ist. Ne? Dass sie, sie alles nach wie vor sehr mit, ja, aber Sie müssen sich ja keine Vorwürfe machen für das, was da letzten Endes im Auftrag des DDR-Regimes passiert ist, oder? Ja, ist schon richtig. Aber die Schwabs haben mir halt im Nachhinein so leid getan, was sie alles haben durchmachen müssen. Und jetzt sind halt noch die Verwicklung mit Raffaela und dem Tod von ihrem leiblichen Vater. Das macht mich halt schon ein bisschen fertig. Ne? Gibt es noch weitere Fragen? Danke, dann. Danke, dann bleiben Sie unvereidigt, dürfen auch hinten Platz nehmen. Ja, und dann sprechen wir mit der leiblichen Mutter der Angeklagten. Birgit Schwab, bitte. Frau Schwab, bitte
mal hier nach vorne. Frau Schwab, ich denke, Ihre Vernehmung kommt für Sie jetzt etwas überraschend, kurzfristig ein bisschen, aber gemeinsam bekommen wir das hin. Ja? Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Sie heißen Birgit Schwab, Sie sind 43 Jahre alt, wohnen in Neuruppin, Sie sind geschieden. Was sind Sie von Beruf? Ich bin eigentlich ausgebildete Bauzeichnerin, aber ich bin schon seit Jahren arbeitslos. Sie sind die leibliche Mutter von Raffaela Koltermann. Ja, wir haben ihr bei der Geburt den Namen Mandy gegeben. Entschuldigung. Müssen Sie sich nicht dafür entschuldigen. Das ist ein ganz besonderer Tag für Sie heute. Ja, ich habe meine Tochter heute nach 20 Jahren das erste Mal wiedergesehen. Ich kann es gar nicht glauben, dass es tatsächlich wahr ist. Bewegender Moment. Hm? Und dann erfahren Sie gleichzeitig am selben Tag auch noch, haben Sie auch erst heute erfahren, dass Ihr Ex-Ehemann verstorben ist. Da kommt viel zusammen, aber Sie nehmen das sehr gefasst, sehe ich zum Glück. Gut, da muss ich Sie noch darüber aufklären. Nachdem ja Ihre Tochter die Angeklagte ist, haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Ich würde auf jeden Fall aussagen. Also, und jetzt sind wir heute hier, weil Ihre Tochter Ihren Ex-Mann, also Ihren leiblichen Vater, Rüdiger Schwab, am 12. Januar heftig gegen zwei Glasscheiben gestoßen haben soll. Und an einer Glasscheibe soll er sich dann tödlich verletzt haben. Ja? Und das Ganze, weil er nicht wie erwartet oder erhofft auf Ihre Begegnung reagiert hat. Ja, an den Verletzungen von dieser Glasscheibe ist er dann wenig später verstorben. Der arme Rüdiger, so einen Tod hat er sicher nicht verdient. Aber ich habe mich vorhin mit Mandy, ich meine mit Raffaela unterhalten und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie etwas damit zu tun hat. Das Kind hat mir erzählt, wie lange sie nach uns gesucht hat und wie froh sie war, dass sie uns endlich gefunden hat. Das heißt doch für mich gar nichts. Für dich tut es mir auch leid, Dörte. Das kannst du mir wirklich glauben. Du weißt, wie sehr ich Rüdiger geschätzt habe. Aber vielleicht sollte ich Ihnen das erst mal erklären, wie das damals in der DDR war, damit Sie sich das besser vorstellen können. Ja, ich glaube, die Zeit muss sein, bitte. Alles fing damit an, dass Rüdiger, Mandy und ich versucht haben, aus der DDR zu fliehen. Mhm. Wir sind dann bei dem Fluchtversuch geschnappt worden. Wir wurden gezwungen, unsere Helfer, die unsere Freunde waren, zu verraten. Man hat uns gedroht, dass man uns unser Kind wegnehmen will und... Naja, das ist sicher so eine außergewöhnliche Situation, eine Zwangslage, in der jeder, der sein Kind liebt, nicht geschwiegen hätte, oder? Rüdiger und ich konnten dem Druck nicht mehr standhalten. Wir sind in ein Loch gefallen, das keinen Boden mehr hatte. Wir haben unsere Freunde dann verraten und das Schlimmste war, dass sie uns am Schluss unser Kind doch weggenommen haben. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für Unmenschen waren. Sie müssen sich vorstellen, ich war mit Mindy beim Arzt. Und habe mich gewundert, warum das so lange dauert. Und irgendwann war ich so unruhig und nervös und habe geguckt, wo sie ist. Und ich habe sie gesucht, ich habe sie nicht gefunden. Ich bin dann zum Fenster gegangen. Und da habe ich gesehen, wie sie meine Kleine in das Auto gezerrt haben. Sie hat nach mir geschrien und an die Scheibe geklopft. Aber sie sind einfach weggefahren. Ich bin dann noch hinterher. So schnell ich konnte, aber irgendwann... konnte ich auch nicht mehr. Das Einzige, ja, was mir geblieben ist, sind die Fotos und entsetzlich viel Schmerz. Eigentlich kaum zu glauben, ja, was da auf Veranlassung und im Namen eines Staates alles passiert ist. Und das ist ja beileibe kein Einzelfall. Ja. Da gibt es ja Fälle zuhauf und es ist noch nicht alles aufgearbeitet, was diese Zwangsadoption betrifft. Rüdiger und ich, wir sind... in ein totales Loch gefallen, fast ohne Boden. Wir haben jeden Tag den Fluchtversuch bereut und uns vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn wir eine ganz normale Familie in der DDR geblieben wären. Aber das war für immer vorbei. Haben Sie nach der Wende dann versucht, Ihre Tochter wiederzufinden? Natürlich. Aber es war nicht so einfach, Ihren Namen nach der Adoption herauszubekommen. Das ganze Internet war voll mit Suchanzeigen, aber irgendwann hatte ich dann auch keine Kraft mehr. Das Ganze muss ja auch für Ihre Beziehung zu Rüdiger Schwab eine enorme Belastung gewesen sein. Ja, man erinnerte sich ja automatisch an die Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, wie Rüdiger das all die Jahre mit mir ausgehalten hat.
Ich bin auch total krank geworden und habe mich irgendwann völlig von der Außenwelt zurückgezogen. Ein Wunder, dass er so lange mit mir ausgehalten hat. Ja, wann haben Sie sich denn eigentlich getrennt von Ihrem Ehemann? Vor knapp 5 Jahren. Eigentlich sind wir nur noch zusammengeblieben, weil wir einander nicht auch verlieren wollten, so wie wir Mandy verloren haben. Und dann war ich auch total froh, dass Rüdiger sich irgendwann wieder berappelt hat und vor knapp 2 Jahren Dörte kennengelernt hat, um mit ihr sein neues Glück zu versuchen. Ich habe sie ihm wirklich gegönnt. Waren Sie noch weiter in Kontakt mit Ihrem Ex-Mann? Ja, natürlich. Der liebe Rüdiger hat immer mal nach mir geschaut und geguckt, dass es mir gut geht. Ich frage mich dann, wie kommt es, dass Sie erst heute von seinem Tod erfahren haben? Rüdiger hat mir ja gesagt, dass er in nächster Zeit ziemlich viel mit den Hochzeitsvorbereitungen zu tun hat. Ich habe mir deswegen keine großen Sorgen gemacht, dass er sich länger nicht gemeldet hat. Ich habe es nicht fertiggebracht, Birgit. Ich hatte so Angst, dass du dir was antust. Ich hätte an deiner Stelle wahrscheinlich genauso reagiert. Wie haben Sie dann von dieser Gerichtsverhandlung hier erfahren? Meine Freundin Kerstin hat mir erzählt, sie hat es in den Medien gehört, dass heute der Prozess ist. Wir sind dann auch gleich hierher gekommen. Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich mein Kind nach all den Jahren wiedersehen werde. Frau Schwab, wir haben uns ja vorhin draußen über Frau Brehms Sohn unterhalten. Und da haben Sie mir berichtet, dass es da einige Schwierigkeiten gab zwischen Tino Brehm und Ihrem Ex-Mann. Können Sie uns das nochmal schildern? Mich hat gewundert, dass Sie mir vorhin gesagt haben, Tino hätte ein gutes Verhältnis mit Rüdiger. Was hat Sie daran irritiert? Die beiden hatten sich zwar bemüht, miteinander klarzukommen, aber so richtig warm sind sie nie miteinander geworden. Darüber hat sich Rüdiger oft bei mir ausgelassen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er das gesagt hat. Hat Ihr Ex-Mann Ihnen auch gesagt, was die Ursache dafür war? Es muss wohl irgendwas mit der Speditionsfirma von Dörte zu tun gehabt haben, in der die beiden miteinander arbeiten. Rüdiger hat mir das letzte Mal von einem Riesenkrach zwischen ihm und Tino erzählt. Und deswegen war mein erster Gedanke auch, ob nicht eventuell Tino etwas mit dem Stoß in die Glasplatte zu tun hat. Ich will dir nicht unbedingt unterstellen, dass es... Jetzt machen Sie aber einen Punkt, Frau Schwab, ja? Für Sie ist heute ein Wunder passiert und Sie haben Ihre leibliche Tochter wieder getroffen. Das ist ja gut und schön, ja? Aber ich finde es mehr als unfair, dass Sie mich jetzt hier hinhängen wollen, um Ihre Tochter zu schützen. Das können Sie mit mir nicht machen. Das ist ein ganz mieses Spiel, ja. Birgit. So nicht. Ich habe ihr nur das gesagt, was Rüdiger gesagt hat. Nein, das haben Sie eben nicht. Das haben Sie sich alles ausgedacht. Sie wollen mich absichtlich verdächtig machen. Hat Ihnen Ihr Ex-Mann denn auch irgendwas Konkretes gesagt, worum es bei diesem Zwist ging? Sie haben gerade irgendwas von der Speditionsfirma erwähnt. Rüdiger meinte, dass Tino wohl vorhatte, Teile der Firma an den Investor zu verkaufen. Was du hier machst, ist nicht fair, Birgit. Und er wollte das nicht, oder wie? Rüdiger hat versucht, das zu verhindern. Er war der Meinung, dass die Firma eine gewisse Tradition hat. Und dass man nicht gleich alles verkaufen sollte, nur weil es mal gerade nicht so rosig läuft. So wie Tino das vorhatte. Jetzt habe ich eben 55 StPÖ. Ich belese Sie, müssen sich selber nicht belasten, aber die Wahrheit sagen, war das so? Nein. Doch, und jetzt fällt es mir auch wieder ein, dass Rüdiger sich regelrecht erpresst gefühlt hat von ihm. Er fühlte sich fast genötigt zum Verkauf an den Investoren. Was du hier machst, das ist nicht fair. Hör auf, Tino damit reinzuziehen. Ich habe bestimmt kein Interesse, jemand Unschuldiges hier fertig zu machen. Ich habe genau das gesagt, was Rüdiger mir gesagt hat. Und jetzt fällt mir auch ein, er hat immer diesen Namen erwähnt. Brüggemann oder so ähnlich. Brüggemann? Sagt Ihnen der Name was, Frau Brehm? Auch Sie müssen weder sich selbst noch Ihren Sohn belasten, aber die Wahrheit bitte. Tino, Brüggemann, war das nicht der Mann, mit dem du dich neulich getroffen hast? Ja, das ist einer von den Geschäftspartnern, von denen ich dir erzählt habe. Haben Sie Firmenanteile an diesen Herrn Brüggemann verkauft? Das tut doch hier nichts zur Sache. Das ist unsere Privatangelegenheit. Nee, das ist überhaupt nicht Ihre Privatangelegenheit. Mal abgesehen davon, dass es eigentlich, wenn die Firma Ihrer Mutter gehört, gar nicht so einfach sein dürfte, dass Sie Firmenanteile verkaufen. Aber das sieht mir nun doch so aus, als wäre das hier relevant für diesen Fall. Und dann ist es nicht mehr Ihre Privatangelegenheit. Ja. Ich habe an ihn verkauft, aber das hat hier nichts zu suchen. Da bin ich aber ganz anderer Meinung. Es gab doch ganz offensichtlich Spannungen zwischen Ihnen und Ihrem Stiefvater in Spee. Und ich frage mich schon, warum Sie vorhin so vehement darauf bestanden haben, dass Sie ein ach so entspanntes Verhältnis zu Rüdiger Schwab gehabt haben wollen. Sie haben gelogen. Und dafür müssen Sie einen ganz triftigen Grund haben. Tino, habt ihr euch doch gestritten beim Polterabend? Ist das die Wahrheit, was Birgit gesagt hat? Nein. Aber sie wusste doch auch diesen Namen, Brüggemann. Tino,
Du musst jetzt die Wahrheit sagen. Ich weiß noch genau, wie Rüdiger dich angeguckt hat, so intensiv, als er in meinen Armen gestorben ist. Hat das was mit dir zu tun? Warum guckst du mich jetzt so an? Das würde ich auch gern wissen, Herr Brehm. Also, haben Sie noch was zu sagen? Ich wollte das doch nicht. War doch nur ein Schubser und dann... Was ist passiert im Keller? Ich hatte ihn da im Keller gesehen und wir haben über die Sache mit dem Investor gesprochen. Ich war so satt, dass er mich da immer bevormundet hat. Er hat mich nie ernst genommen und er hat mich behandelt wie einen kleinen Jungen. Haben Sie Rüdiger Schwab im Laufe dieses Streits geschubst? Ja, ich war so wütend, dann habe ich ihn aus dem Weg geschubst und bin nach oben gelaufen. Ich habe dabei noch was klirren hören und nach einer Zeit hatte ich auch ein ganz ungutes Gefühl und ich wollte nach ihm schauen, aber da war es schon zu spät. Er lag nur noch in den Armen meiner Mutter und hat gezuckt. Ich kann das nicht glauben. Ich werde auch nie vergessen, wie er mich dabei angesehen hat. Und ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen. Ich kann es doch selber noch nicht glauben. Du hast mir die ganze Zeit was vorgespielt. Das war ein Unfall, Mama. Nein. Selbst wenn, Herr Brehm, hat er trotzdem die ganze Zeit jemand völlig Unschuldigen beschuldigt. Noch Fragen? Danke. Keine Fragen. Dankeschön, Frau Schwab. Ja, dann bleiben Sie unvereidigt, genauso wie der Herr Brehm. Und die Frau Brehm auch unvereidigt bleiben. Bundesverteidiger, ist der Auszug muss dann gar nicht verlesen werden. Danke, nehme ich mal an, noch weitere Anträge oder Erklärungen. Sie dürfen nach hinten sich setzen, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, Ihr Plädoyer bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger. Selbstverständlich ist die Angeklagte hier freizusprechen. Und selbstverständlich ist es so, dass es dieser Hauptverhandlung gelungen ist, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Und deshalb ist es auch so, selbstverständlich, dass der Herr Tino Brehm hier den Gerichtssaal nicht als freier Mann verlassen wird, sondern eines Tötungsdelikts, wie immer das auch noch zu qualifizieren sein wird, Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, gegen ihn ermittelt werden wird. Was aber nicht so ohne weiteres und selbstverständlich ist, was diese Hauptverhandlung zutage gebracht hat, das ist die falsche Verdächtigung dieses sauberen Herrn Zeugen Brehm, der hier die ganze Hauptverhandlung, der Vorsitzende hat schon gesagt, mit seiner Aussage dazu beitragen wollte, in entscheidendem Maße als Augenzeuge quasi sogar, er hat einen Streit gehört und so weiter, dass er noch ein zweites Leben schädigt, zumindest für lange Zeit der Freiheit beraubt. Eine falsche Verdächtigung, eine versuchte mittelbare Freiheitsberaubung. Und bloß bei der falschen Verdächtigung droht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren an. Und selbst wenn Sie mit einer Körperverletzung mit Todesfolge davonkommen, dann haben Sie eine Freiheitsstrafe ab 3 Jahre zu verantworten. Und das zu erwarten, das werden wir sehen, wie das noch bei Ihnen endet. Die Angeklagte ist auf Kosten der Staatskasse freizusprechen, der Haftbefehl ist aufzuheben. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Wo ist Herr Staatsanwalt? Ich denke, wir sind uns selten so einig wie heute. Diese Hauptverhandlung hat uns nicht nur der Wahrheit näher gebracht, wir haben sie ans Tageslicht befördern können. Wir haben heute auch ein Stück Recht und Gerechtigkeit herstellen können. Oder es wird sicherlich in dem Urteil, das nachher fallen wird, hergestellt werden. Meiner Mandantin, ihren leiblichen Eltern, ist furchtbares Unrecht widerfahren. Ich denke, heute können und werden sie erleben, dass es eben doch auch Gerechtigkeit gibt. Die Schmerzen, die seelischen Wunden, die geschlagen worden sind, an denen sie zu arbeiten haben, an denen sie bis heute leiden, die können wir Juristen nicht heilen, aber wenigstens für dieses kleine Stück Gerechtigkeit können wir sorgen und vor allen Dingen jetzt auch hoffentlich für Ihre Freiheit. Ich beantrage Freispruch. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Frau Koltermann, als Angeklagte haben Sie das letzte Wort, wenn Sie wollen. Ja, ich kann auch nur sagen, dass ich wirklich nicht mit dem Tod zu tun habe. Und das hat sich ja jetzt auch hier herausgestellt durch das Geständnis von Herrn Brehm. Für mich war das alles sehr schwer. Ich meine, ich habe jetzt einmal die Chance bekommen, meinen leiblichen Vater wiederzusehen. Und sein Tod verhindert halt eine zweite Chance, ihn jemals in meinem Leben wieder zu sehen oder mit ihm zu sprechen. Das schmerzt halt tief. Nur es ist schon sehr schwer für mich gewesen, das alles zu verarbeiten, den Tod meines Vaters. Und aber noch schwerer war es einfach für mich, als Unschuldige für schuldig gemacht zu werden. Dankeschön. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil.
Die Angeklagte Raffaela Koltermann wird freigesprochen. Sie ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen der Angeklagten trägt. Und dann geht noch folgender Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Berlin-Tiergarten vom 13. Januar 2010 wird aufgehoben. Ja, über den Freispruch ist schnell alles gesagt. Nicht Sie waren das, der Ihren leiblichen Vater gestoßen hat, sondern Tino Brehm. Deswegen Aufhebung des Haftbefehls, deswegen selbstverständlich Freispruch. Deswegen auch eine Entschädigung für das von Staatsseite erlittene Unrecht, nämlich Ihre Haft. Aber da gibt es noch ein viel, viel größeres von staatlicher Seite erlittenes Unrecht. Das ist die Zwangsadoption. Und da muss ich Sie vor allem auch durchaus darauf hinweisen, Frau Schwab, es gibt die Möglichkeit für die Zwangsadoption und das dadurch erlittene Unrecht und Leid, Entschädigungsleistungen von staatlicher Seite zu beantragen. Auch wenn ich weiß, dass Leid natürlich nicht mit Geld wieder gut gemacht werden kann. Ja, Zwangsadoption, das klingt so abstrakt, bis man mal Menschen vor sich hat, denen das passiert ist, bis man mal aus ihrem Munde hört, was das tatsächlich bedeutet. Natürlich auch, was das für Sie bedeutet, wo Sie jetzt erfahren, dass das Kind, das Sie großgezogen haben, den Eltern weggenommen worden ist. Da ist unglaubliches Unrecht geschehen und auch unter den Tisch gekehrt worden von einem Unrechtsstaat. Und es tut uns, glaube ich, allen gut zu erkennen und anzuerkennen, dass das so ist. Und eben nicht von der einen Seite das schön zu reden, von der anderen Seite, vom anderen Blickwinkel aus vielleicht rüber zu zeigen und zu sagen, schau mal, so war dieser Unrechtsstaat. Auch bei uns im Westen ist manches unter den Tisch gekehrt worden nach Ende eines Unrechtsstaates. Ich glaube, es tut uns allen gut, nach 20 Jahren zu erkennen und anzuerkennen, dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben, aufzuarbeiten, was immer noch nicht aufgearbeitet ist, wieder gut zu machen, was immer noch nicht wieder gut gemacht ist und gemeinsam dafür zu sorgen, dass Deutschland nicht nur ein Rechtsstaat ist und dass das Leitmotiv weder Sozialismus noch Kapitalismus ist, sondern dass Deutschland vor allem das Leitmotiv Menschlichkeit hat. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Herr Brehm, Herr Seelhoff, wenn Sie mich bitte unterstützen, ich erkläre Ihnen hiermit die vorläufige Festnahme wegen eines Tötungsdelikts an Herrn Rüdiger Schwab. Nehmen Sie es bitte mit. Herr Brehm, Sie kommen mit mir mit. Herr Brehm. Tino Brehm wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge, falscher Verdächtigung und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt.